Le théâtre Caserne Basel propose une série de spectacles qui font de la ville une scène. Bernhard Mikeska, metteur en scène et physicien, propose Departure Basel SBB. Herr Mikeska, das Theater Caserne Basel macht also die Stadt zur Bühne. Und wer sind die Protagonisten in einem Stück Departure Basel SBB, also das man vom 19. bis 23. Februar 2014 erleben kann? Das ist ein Abend für erstmal eigentlich zunächst nur einen Zuschauer, der sich im Verlauf des Abends durch den Basler Bahnhof SBB bewegt und dabei dann auch noch jemand anderen begegnet. Und tatsächlich, man ist mit dem Kopfhörer unterwegs, auf dem man eine Stimme hört, die zur eigenen inneren Stimme wird und man identifiziert sich im Verlauf dieses Abends immer mehr mit dieser Stimme. Man wird quasi mit dieser Stimme im Ohr zum eigentlichen Protagonisten dieses Abends. Die Zuschauer werden zu den Protagonisten. Si j'ai bien compris, donc c'est un spectacle où c'est un spectacle pour un seul spectateur ou auditeur, parce que c'est un spectateur qui est envoyé dans la gare de Bâle, dans la gare centrale, et donc il écoute donc un dialogue ou une voix intérieure qui devient sa voix intérieure. Und tatsächlich, um noch was zu ergänzen, es muss niemand dabei etwas sagen oder man folgt den Anweisungen, man bewegt sich durch den Bahnhof, aber man hat quasi keinen Text und muss eigentlich auch nicht spielen. Donc soyez rassurés, le spectateur n'a rien à dire, donc on n'est pas obligé de dire, mais on a juste à suivre les instructions qui nous guident à travers la gare de Bâle. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Ich habe ja gelesen, Sie sind Regisseur, aber haben auch eine Doktorarbeit in theoretischer Physik über komplexe Systeme geschrieben. Sieht man die Welt, auch die Welt fürs Theater als Physiker anders? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, also was sozusagen den Beruf betrifft, funktioniert das auf erstaunliche Weise ähnlich. Auch Physiker treffen sich auf Konferenzen, Theaterleute treffen sich auf Festivals. Und ich glaube, das Theater öffnet tatsächlich ein bisschen mehr den Blick. Und darum mache ich das auch schon seit 15 Jahren sehr viel lieber als die Physik. Öffnet den Blick mehr zu den Menschen und zu einer Teamarbeit und zu Emotionen und zu einer Empathie, als man das vielleicht als Physiker gemeinhin erlebt. Pendant Departure Basel SBB, un parcours urbain sous casque, on peut revisiter le ciné-roman La jetée de Chris Marker ou Trouver son âme sœur. Le metteur en scène Bernhard Mikeska, docteur en physique, nous amène entre futur et passé, au présent des mémoires vives dans la gare centrale de Bâle. Depuis 15 ans, il préfère la réalité empathique du théâtre à la théorie solitaire de la physique. Gut, ich mache vielleicht gleich weiter auf Ja. Deutsch mit der nächsten Frage, weil jetzt es war gleich zu diesem Idee Physik über Zeit und Raum geht's für mich. Ja. Und für das Theater im Stadtraum Departure Basel SBB, da haben Sie sich am Sinne-Roman La Jetée von Chris Marker inspiriert. Also da geht es ja auch um das Thema Zeit und Raum. Also Genau. wie übersetzen Sie also die Motive aus dem Bilderroman von Chris Marker in ein Hörstück? Also bei Chris Marker geht es um, also spielen Zeitreisen eine wesentliche Rolle und können wir leider keine Zeitreisen unternehmen. Wir können nur Zeitreisen in unsere Erinnerung unternehmen oder vielleicht Zeitreisen in die Zukunft. Also es ist eine Zeitreise eigentlich, die der Zuschauer im Kopf hoffentlich mitmacht. Und das ist was, was mich sehr interessiert, wie Erinnerung funktioniert und wie wir Dinge, die wir schon mal erlebt haben, vielleicht wieder reinszenieren für uns und es nochmal erleben, aber vielleicht mit einem anderen Partner.
Und was Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft bedeuten. Und also das ist quasi das, was mich an Chris Markers Film La Jetée auch insbesondere interessiert und an dem Thema, was da über eine Zeitreise verhandelt wird und wie wir die Bilder übersetzen. Ich glaube, nur mit dieser Stimme im Kopf und einem eigenen Erleben und dem Weg durch den Bahnhof, wo man verschiedene Orte auch öfter an verschiedene Orte öfter kommt, entsteht einfach ein innerer Kopffilm. Zumal es jetzt im Dunkeln einen ganz besonderen Reiz hat. Es wird alles irgendwie auch eher vielleicht tendenziell in Richtung Schwarz-Weiß oder die Dämmerungsphase ist natürlich auch sehr interessant. Die verpassen wir knapp oder die ersten Zuschauer bekommen es gerade noch mit. Aber natürlich spielt quasi die Liebesgeschichte, die vergangene oder die zukünftige Liebesgeschichte, die auch von der auch Chris Marker erzählt, durchaus eine Rolle bei uns. La spécialité de Bernhard Mikeska est le spectacle pour un auditeur solitaire qu'il souhaite impliquer et faire devenir protagoniste de l'histoire racontée. Ihre Spezialität, Bernd Mikeska, ist ja anscheinend Spektakel für einen Zuschauer. Also was macht den Reiz aus? Für einen Zuschauer, also Hörstücke oder Spaziergänge zu gestalten? Man ist auf eine Weise sehr mit sich beschäftigt. Man ist nicht, also in der Gruppe ist man natürlich auch ständig unter Beobachtung von anderen Menschen, sowohl wenn ich im Theater sitze, als auch wenn ich wie bei Stefan Kegi in einer Gruppe durch die Stadt laufe. Und in diesem Fall ist man so ganz auf sich fokussiert und ganz auf sich konzentriert und es entsteht auf eine andere Weise eine Intensität, ein Film im Kopf. Und man ist auf eine besondere Weise eben, glaube ich, sehr gemeint und sehr angesprochen. Und in dem Sinne kann man auch nur zum Protagonisten werden, weil 50 Leute in der Gruppe können eigentlich nicht zum Protagonisten werden. Und man wird Teil auf eine Weise von diesem Ganzen, wie das anders, glaube ich, nicht möglich wäre. Braucht man für das Stück gutes Schuhwerk, das ja Theater im Stadtraum ist, geht man lange auf Wanderschaft? Also man läuft schon insgesamt, glaube ich, eine halbe Stunde, aber es sind ja alles gut ausgebaute Straßen und man bewegt sich die meiste Zeit auch im Basler Bahnhof. Also niemand muss Angst haben, dass er da irgendwo durch Matsch oder über Felder laufen muss oder es ist die meiste Zeit auch überdacht und ich glaube, es ist eine ganz normale städtische Kleidungsausrüstung reicht. Man braucht da nicht mit dem Auto Equipment anzukommen. Pour la promenade sous casque dit Batscha Basel SPB, il faut certes bien comprendre l'allemand pour bien suivre les indications de route, mais on peut laisser son équipement d'alpiniste à la maison. En regardant la liste de ses mises en scène et installations, on découvre une fibre assez francophile chez Bernhard Mikeska. À Munich, il a revisité le mythe d'Orphée et d'Eurydice à travers l'histoire de Marie Trintignant et le chanteur Bertrand Cantat de Noir des Cires. Also, wenn ich die Liste ihrer Schauspiele, die sie inszeniert haben und Installationen, fällt mir auch auf, dass sie also eine frankophile Neigung haben. Also, sie haben ein Stück in München gemacht mit Noir des Cires oder mit Musik von Noir des Cires. Nein, eigentlich nicht mit Musik von Noir Désir. Wir haben uns mit Eurydike und Orpheus beschäftigt und haben um eine zeitgenössische Adaption von diesem Mythos zu machen, haben wir nach Vorbildern gesucht in der Jetztzeit und sind auf Marie Trintignant, die tragische und sehr traurige Geschichte von Marie Trintignant und Bertrand Cantat gestoßen, die für uns viel mit diesem Mythos zu tun hatte und haben uns quasi davon ein paar Dinge abgeguckt und erzählen von diesen beiden Figuren als Eurydice und Orphée
Und wenn man heute den Mythos von Eurydike und Orpheus erzählen will, muss, glaube ich, jeder, der das macht, sich irgendwo eine Inspiration vor Augen haben. Also Cocteau hat mit seinem Film Orphée ja auch das in ein bestimmtes Milieu versetzt. Und so haben wir das quasi in München auch gemacht. Also es ging nicht in erster Linie um die Musik von Noah Désir, die kommt auch nicht vor, wobei wir quasi das fiktionalisiert haben, diese Geschichte. Aber die Neigung zu französischen Filmstoffen, die ist oder überhaupt Frankreich ist offenbar vorhanden, das stimmt. Und das hat viel tatsächlich, glaube ich, auch mit den Film aus dieser Zeit um Chris Marker 1960 zu tun, letztes Jahr in Marienbad, Robbe Grillet, Alain Resnais. Genau, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der mich sehr inspiriert hat, die Zeit um 1960, was da passiert ist im Kino. Departure Basel SBB, Parcours urbain de théâtre en langue allemande est à vivre du 19 au 23 février 2014 dans la programmation de la caserne Basel.